Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Und ja, wir sind hier im, in den Geheimgang von, Barona, von dem Schloss Barona, in den Katakomben, mein Gott. Und, wir befinden uns jetzt vor dem Schlosseingang, also den Geheimgang, sag ich mal, vorm Schloss. Und wir müssen Erzherzog Cedric finden. Und der ist bestimmt im Schloss, deswegen gehen wir jetzt da rein und so, ja. Natürlich ist so ein Typ hier drin, ne? Mir geht's gut. Wir fühlen uns an Orten wie diesem wie zu Hause. Oh Gott. So, du hast immer noch nichts Neues. Was ist mit dir los? Warte mal, Hackfleisch. Ich brauch Kackefleisch. So, kein Ding ist. Warte mal, Elfmixer. Immer wieder. Alle Wege führen mich zu dir. Okay, dann gucken wir mal. Die Statue, die hat nichts. Okay. Hallöchen. Du stirbst jetzt. Da kommt übrigens mal wieder ein Kampf. In letzter Folge ist gar kein Kampf gekommen, oder? Doch ein paar. Aber aha. Zack. Mal kurz gucken. Er hat, glaube ich, schon alle Arts. Auf alle Arts hat er, glaube ich, schon ein Dingens, ne? Mehr da nicht. Höllenfalle, Höllenfalle. Machen wir hier und Rachebeißer machen wir hier und Schattenreich machen wir da. Dann zeig mal. Zack. Schattenreich. Aber jetzt sagen wir jetzt gar nichts. Ach nee, ich habe ihn nach unten gestellt. Ich drücke die ganze Zeit nach rechts damit. Ist irgendjemand anfällig gegen Feuer? Nö, okay. Komm, mach schnell, mach schnell, mach schnell. Jawohl. Das hat gar nichts gemacht. Danke. Aber so, und alle müssen jetzt überleben, ne? Oder Heiligkeit erlernt haben. Damit ist die Objektzeit ein bisschen reduziert worden. Das finde ich gut. Ich weiß auch nicht, ob sich das bei jedem Charakter anstapelt oder nur für den Charakter, der jetzt gerade das Objekt einsetzt, aber was soll's. So, ich muss dran denken. Ich muss angreifen und dann die Arts einsetzen, weil dann verkürze ich ein bisschen die Zauberzeit. Und Pascal ist fast tot, hallo? Was macht ihr denn da? Oh mein Gott. Ja toll. Kann ich mal einen Trank des Lebens vorladen? Okay, ich glaube, ich sollte doch vielleicht Sophie dabei haben, weil Pascal scheint sich wohl nicht so Aschakonta-Adept. Scheint sich wohl nicht so auf Überleben. Oh Gott. Scheint wohl nicht so viel Bock zu haben zu überleben. Aha. Geh weg. Und Rachebeißer. Und zack. Ja, ich habe gesehen, ihr wart alle an einer Stelle. Ich hätte euch alle treffen müssen. Was soll denn der Scheiß? Oh, gut so. Danke. Ja, das war gut. Wieso ist ein Pascal schon wieder tot? Ja, wenn jetzt passt sowieso wahrscheinlich nochmal zum Turtle Shop gehen. Das gibt's doch nicht. Zack. Okay. Ah, okay. Ich hätte vielleicht auch einige Rezepte ausrüsten sollen, aber soweit denke ich nicht. Sag, Pascal. So, zack. Die ist, glaube ich, nur sicher, wenn ich sie steuere, ne? Ja. Was, warum möchte ich die Kultur hoffen, was ist das denn? Verdammt, nicht nah genug. Ja. Halt mich mal jemand. Cherry, ja, danke. Bams! Und Schwerteliebe. Ich weiß nicht mal, was dieses Liebe bedeutet, aber egal. Aspel, ich brauche einen zweiten Heiler. Es tut mir wirklich leid.
Halt, wow. Jawohl. Ach man. Verdammt, zu langsam. Dauert zu lange, Mann. Maha. Geht weg, Mann. Geht weg. Und zack. So. Und jetzt fragt natürlich niemand, ne? Da gibt's noch nicht. Hi. Nächster. Mann, die bauen unbedingt mehr SK. Ich freue mich schon, wenn wir viel mehr SK haben. Da können wir uns so richtig austoben mit unseren Angriffen und so. Jetzt muss ich ja immer noch aufpassen. Und aua. Oh Mann. Gut, so viel. Erstmal ein paar hier aussortieren. So, Sophie. Wiederbeleben. Gut so. Zack. Ich dachte erst, ich bin auf Pascal losgegangen. Das sah irgendwie so aus. So. Okay, alle drei. Gut so. Cool. Und Dinger wechseln. Was ging denn nur so auf? Wow, er hat fast alles auf. Die Arzt, die muss ich jetzt noch nicht so. Nicht so aufleveln, finde ich. Was haben wir denn hier noch? Ja, Feintreffen, KP, hallo. Geisteransturm. Kritischer Schaden, Großklaue. Jetzt halt, jawohl. Also immer gut. Angriffszeichen, Nachfallen gerade, zwei Arzt, jo. Ja, auch schon, okay. Irgendwo war doch Dingens hier, wo ist es? Ein Heilzauber. Oh, Mystikart, hallo. Schwerteliebe, Verderbnisblüte. Mal neue Art, ja bitte. Was hat er hier noch? Nee, machen wir auch einen. Ich glaube, ich stelle alle bis Rang 3 ein, ne? Erstmal muss ich mich jetzt nicht so darum kümmern im Moment. Obwohl ich eigentlich lieber so einen Überblick habe. Damit ich weiß, was ich hier so aufhören kann. Ich habe mir so vorgenommen, alle Titel bis auf Level 3 aufzuleveln. Dann kann ich offscreen nämlich die ganzen Titel auf Level 4 aufleveln, weil dann bei Level 2 und Level 4 kommen nämlich immer nur Statistiksteigerungen, die muss man nicht unbedingt sehen, finde ich. Da lernt man nichts Neues und so weiter alles. Deswegen ich ab jetzt nur noch bis Level 3 die Titel aufleveln. Und Soldatin. Und dann tue ich offscreen die auf Level 4 aufleveln. Klingt nach einer Idee? Ja, ne? Verdammt, hätte ich mal im Mund gehalten. Ich hätte gern gewusst, um was es da geht. Warte mal, da geht's nach rechts. Okay, da ist auch wieder einer dieser Orte, wo ich mich oft verirre. So, und ich möchte jetzt nicht gegen jeden Gegner hier antreten. Irgendwie habe ich gar nicht nachgedacht, als ich auf den losgegangen bin. Oh Gott, Hilfe. Oh, Dreifachspitze. Sind wie so drei Panzer in Super Mario. Mario Kart, meine ich. Hey, ich hab gar nicht getroffen, geil. Nein. Säcke. Aua, Säcke. So, jetzt aber. Ich komme auch mit Höllenfall. Erst hat Pascal Höllenfall eingesetzt und dann ich. So, komm her. Was hast du denn gemacht, Pascal? Hat sie jetzt sechs Dinger um sich herum?
So, Richard hat Situation. Okay. Er hat sich irgendein Titel jetzt genommen. Ich habe jetzt nicht überwacht. Ist mir jetzt auch egal, ja, Mann, ehrlich gesagt. Hey! Die Ritter so stark. Ich glaube, ich bin ja schon richtig. Nicht gut. Das sieht schon ein bisschen richtig aus. Hi. Hoheit, bitte passt auf euch auf. So stark. Und Tunika. Tunika, Tunika. Wer trägt nochmal Tunika? Dingens nur Richard, ne? Ich gucke auf Dingens, ey. Nee, du auch, okay. Dann lieber du. So. Ich hoffe, ich bin ja nicht schon auf dem richtigen Weg, weil dann kann ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Und das ist natürlich... Oh, wir sind wieder hier. Cool. Hi. Okay, schade. Das kostet nicht 3. Ich dachte, Höllenfalle kostet nur 3. Aua. Oh. Aua. Was war das denn? Ascher Konter. Aua. Pascal, was zum Teufel? Na so, gut. Sophies Wesen verlass. Die lebt hier alle wieder. Aua. Pascal, Pascal, Cheria! Gehst du weg von... Na, es ist ja auch noch gelähmt. Wird ja immer besser. Aua. Könnte jetzt wagen, den Prinzen anzugreifen. Aua. Gehst du weg von meiner Heilerin? Das läuft hier nicht so nach Plan. Ah, das gibt's doch nicht. Ja, ich kann gleich noch mit dem Dings rennen. Dann stehe ich hier auch noch. Oh mein Gott, ey. Nicht gut. Ich muss mich abreagieren, komm her. Aua. Au, au, au. Ich bin doch gar nicht gelähmt, Mann. Ma. 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 Mehr als ein. Das habe ich nicht. Ja, ich brauche echt 2 Heiler. Aua. Ich glaube, ich soll den Schwierigkeitsgrad doch runterstellen. Das wird ein bisschen... Oh. Warte mal, du hast nur noch 2. Aua. Voll. Weiß nicht, wodurch das ausgelöst wird, aber ich find's gut. So, komm her. Zack. Oh, verdammt. Oh, nicht verdammt. Aber ich müsste gerade von Cheria. So, Pascal. Okay, wodurch wurde sie jetzt angegriffen? Na, von dir. Habe ich dich nicht angegriffen gerade die ganze Zeit? Perfekt. Ey, das hab ich schon aufgelevelt. Spektralsäuberung und Nachtfaltenkralle. Scharfschützentitel und kritische Audigen. Cool. Okay. Ich muss nochmal nachdenken. Ich bin von hier nach rechts. Okay. Ich werde mich sowieso nochmal umschauen. Bevor es hier weitergeht zu wichtigen. Ah. Ereignissen, sag ich mal. Ist ja wohl offensichtlich, dass wir hier noch einige Kämpfe machen müssen in Sachen Bosskämpfe. Pascal. Du bekommst mir ein bisschen zu sehr auf die Schnauze. Oh. Finger weg. Oh, lebt ja noch. Jetzt meine Welt.
Ich habe aber auch unbedingt einen Wiederbelebungs Zauber. Mein Gott, lass sie doch mal in Ruhe. Hier geblieben, hier geblieben. So, jetzt bitte, bitte Pascal wiederbeben. So, gut. Du gehst jetzt auf Pascal los. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre, aua. Ich schwöre lang. Okay. Sensorflammenmeisterin, cool. Ein Angriff, den ich versucht habe, auf dem Gott, geh weg. Was ist mit dem Elf los? Oh Gott. Schnell, der jetzt vorbeikam. Na, da hat sich gelohnt. Boah, das war mein Konter. Wer hat meinen Konter aufgebrochen? Glaube ich jedenfalls. Zack. Oh Gott, Hilfe. Nein, nicht auf mich. Nein, nicht auf mich. Ja, gut. Nein, auch nicht auf Pascal. So. Er ist ja auch eigentlich, Attributprinz, cool. Ist auch eigentlich empfohlen, dass man erst die Titel auf Level 3 hochleveln sollte und dann wechseln sollte. Oh cool. Oh cool. Die erste Fahne. Freunde im Herzen, Feinde in der Seele. Look, half of this flag is gone, Asbel. Maybe someone tore it up. No, I don't believe so. The missing half was given to the knights who backed the first king of Windor. You're talking about the order of knights who became the royal guard? Yes, exactly. And now that same order has turned their blades against the king they swore to protect. I can't stop thinking about how they murdered the king. What if I had become a knight at the castle? Would I have joined the attack against your family? I'm certain you wouldn't have. How can you be sure? You are unlike other knights, Asbel. You even fought your own captain for me. Perhaps I owe that to our friendship pact. The friendship pact? Yeah, maybe you're right. Dann muss es gelegen haben. So, ich speichere mal ein bisschen, weil das ist mir doch manchmal ein bisschen zu knapp gewesen, ja. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich nicht Espel steuere oder irgendjemand anderen, wenn ich ein bisschen besser steuern kann wie Pascal oder so viel. Aber naja. Was soll's. Aber Espel hat auch, glaube ich, die meisten. Oder Sophie. Entweder Espel oder Sophie haben die meisten Titel. Deswegen ist es schon gut, dass ich dann mal das Espel mal außen vor lasse. Hallo, ihr geht alle auf Pascal los. Kappt ihr sie eigentlich mal alle? Da davon. Wird ihr vom Höllenfeuer hier verbrutzelt. So, alle auf mich los. Gut. Guck mal, wie der Prinz euch hier alle fertig macht. Aua, aua. Perfekt. Und Level Up, Emissionsziele, Doppelmond und so weiter und so fort. Oh Gott, da sehe ich schon was. Aber was das ist, das werde ich wahrscheinlich auf den nächsten Part schieben, dann speichere ich gleich hier nochmal. Ne, klingt das nach dem Plan, das klingt nach dem Plan. Ich noch den einen Gegner hier und den Gegner, den ich vorhin gesehen habe, fertig machen. Vielleicht noch ein paar Titel aufleveln. Auf Level 4. Mein Gott! Lass bitte in Ruhe! Aua! Oh! Aua! Oh Gott, 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 oh Gott. Ihr habt so alle mal. Ihr seid auch krank. Ich muss irgendwie Abwehr oder so von Pascal mal erhöhen. In Sachen Titel. Kannst du mal verrecken? Nein! Danke! So, ein Gegner ist er noch. Du, boink.
Wer? Mitten in meinen Zauber. Blödeste Angst, der ist jetzt abgebrochen worden. Aua, ja, super. Ja, hier, Höllenfeuer, das war ich. Das war ich, nicht Pascal, ich war das. Zack. Mit mehr SK. Oder Waffen, die mehr SK geben. Was auch zu mehr SK führt. Und so weiter. Wir schon. Komm, Kämpferin, cool. So. Dann. Ach, hier ist noch einer. Hallo. Ich glaube sogar eine neue Aufgabe. Egal. Ist jetzt platt. Ist jetzt platt gemacht. So, zack. Jo. Oh Gott, wir sind alle dran. Schneller. Oh Gott. Das war so klar. Okay, du gehst mir auf den Nerven. Du hast so viel AP, Mann. Oh Gott, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's unschön. Was wollt ihr alle von mir? Haut ab! Sag doch alle krank, ey. Boah, der letzte Kampf, den ich hier noch machen wollte und ich frick hier. Nee. Also knapp. Oh. Was? Nein. Was ist denn hier los, Mann? Aua. Ma. Im allerletzten Kampf hier noch. Ja, das ist für ein Zeichen für mich, dass ich trainieren muss. Schon wieder. So. Wieder verarschen, ey. So, komm her. Belebt die anderen wieder so viel. Oha, mein Gott. Maha. Schön die anderen wieder bleiben, bitte. Oh mein Gott. So, hier ist was hier. Komm. Ist einfach kaputt. Mein Gott. So, raus hier. Lass mich raus hier. Dann gucke ich auch, ob ich hier auch irgendwas übersehen habe oder nicht. Erstmal speichere ich hier und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.